So, Punkt 6:30, wir beginnen. Herzlich willkommen und schön, dass Sie hier sind. Ärzte berichten uns ganz häufig, wie herausfordernd es mitunter sein kann, einen kompletten Praxisalltag zu koordinieren und dabei noch ganz nebenbei sozusagen neue Patienten für sich zu gewinnen. Und genau darum und wie sich diese Hürden am besten überwinden lassen, geht es heute in unserem Online-Seminar. Die Patientengenerierung online, schnell, effektiv und nachhaltig, wie Sie neue Patienten gewinnen und Ihr Praxismanagement dauerhaft optimieren können. Unser Webinar führen wir heute gemeinsam mit DocLeads, einer Agentur für Online-Praxismarketing, durch. Und wir von Tomedo, einer Praxisverwaltungssoftware für alle unter Ihnen, die uns vielleicht noch nicht kennen. Wir sind natürlich auch dabei. Mein Name ist Marie Holub und ich werde Sie heute in der nächsten Stunde durch unser Seminar führen, gemeinsam mit unseren zwei Referenten, Markus Reif von DocLeads und René Liebers von Tomedo. An dieser Stelle auch ein ganz herzliches Willkommen an euch zwei. Hallo René, hallo Markus. Markus, möchtest du gleich erstmal kurz was über dich zu unserem Publikum sagen? Ja, guten Abend. Ich freue mich, hier sein zu dürfen. Vielen Dank, Marie, für die Einleitung. Kurz nur ein paar Worte, weil wir haben ein volles Programm zu mir und zu unserer Agentur. Mein Name ist Markus Reif. Ich bin Gründer und Geschäftsführer von DocLeads. Uns gibt es seit mehr als 7 Jahren. Wir haben uns spezialisiert auf online neue Patienten für Ärzte, Zahnärzte und Kliniken zu gewinnen. Wie wir das machen, das zeige ich jetzt dann gleich. Vor meiner Zeit bei DocLeads, beziehungsweise bevor ich DocLeads gegründet habe, war ich bei Yameda viele Jahre. Ich habe Yameda 2007 mit 3 anderen gegründet, war bis 2011 auch Geschäftsführer dort und habe ich schon oder befasst mich jetzt seit 14 Jahren mit Ärzte, Zahnärzte und Kliniken, wie man da neue Patienten gewinnt. Vielen Dank. Und René, möchtest du dich auch kurz unserem Publikum vorstellen? Natürlich, danke Marie. Mein Name ist René Liebers. Einige von Ihnen kennen mich sicherlich von der einen oder anderen Messe oder vielleicht waren wir auch in Online-Präsentationen zugegen oder auch am Telefon. Ich bin im Unternehmen bei Zollsoft seit 2015, also schon quasi ein Urgestein. Damals war die Firma noch wirklich ein Startup im Sinne von, ich glaube, ich war Nummer 24 oder 25 rein vom Personal. Das haben wir weit, weit, weit übertroffen mittlerweile. Und für mich ist es sehr spannend zu sehen, wie so ein kleines Unternehmen so massiv wächst und vor allen Dingen auch so einen Zuspruch von unseren Kunden erhält und aufgrund des Zuspruchs und des Feedbacks auch weiterhin wächst. Mein Thema heute ist unter anderem die Verknüpfung von Präsenz, von einer digitalen Präsenz hin zu einem einfachen Arbeiten in Tomedo, beziehungsweise wie kann ich das nutzen? Und als Vertriebsleiter mittlerweile vom Innendienst liegt es mir sehr am Herzen, eine Einfachheit heute nach Möglichkeit darstellen zu können in Tomedo. Danke. Vielen Dank für die Vorstellung. Wir würden auch gleich direkt mit den Präsentationen starten. Nur noch ein paar kurze Hinweise vorab für unsere Zuschauer. Sie können uns jederzeit gerne Fragen stellen, wenn Ihnen während der Präsentation was auffällt oder Sie noch mal was nachfragen möchten. Dann nutzen Sie einfach unseren F&A-Bereich. Den finden Sie unten am Bildschirmrand. Und nach unseren beiden Präsentationen würden wir gerne auf die Fragen dann eingehen. Sie bekommen aber nach der Beendigung unseres Seminars heute auch noch mal eine E-Mail mit unseren Kontaktdaten und vor allem auch mit einem Link. Da können Sie sich die ganze Aufzeichnung noch mal anschauen und ja, alles noch mal in Ruhe durchgehen. Genau, so viel dazu und dann starten wir direkt mit unserem inhaltlichen Teil. Markus, zeig uns gerne, wie man neue Patienten online gewinnen kann. Ja, vielen Dank, Marie. Ich lege dann mal gleich los. Sieht man was? Noch sieht man nichts. Moment. Es dauert manchmal ein bisschen. Jetzt, oder? Müsste man das Ja, sehen? jetzt sieht man was. Sehr gut. Okay. Patientengenerierung online, schnell, effektiv und nachhaltig.
Okay, wie machen wir denn das? Im Endeffekt gibt es nur ein paar Player, die da wirklich eine Rolle spielen. Der größte natürlich von allen ist Google. Dann die ganzen oder einige der Social-Media-Plattformen, je nachdem, welche Zielgruppe man ansteuern möchte auch. Yameda spielt sicherlich eine Rolle auch. Und das Thema Online-Terminkalender, was vor allem durch Corona sehr stark gewachsen ist auch. Da werde ich auch noch ein paar Zahlen präsentieren dazu. Grundsätzlich vielleicht noch ein paar Basics, bevor wir in die einzelnen Kanäle reingehen auch. Wie kann ich denn neue Patienten letztendlich gewinnen auch? Und dazu muss ich natürlich schon ein paar Marketing-Grundtechniken beachten. Das eine ist die Positionierung. Ja. Positionierung heißt, wie will ich eigentlich von anderen wahrgenommen werden? Und eine der wichtigsten Seiten, die oft vergessen wird auch, ist die Über-uns-Seite oder Wer-sind-wir-Seite. Weil letztendlich, wir sehen es aus unseren Daten auch, dass Patienten dass die zweithäufigst aufgerufene Seite nach der Homepage die Wir-über-uns-Seite ist. Und Patienten wollen sich informieren, die wollen Bilder sehen auch, die wollen irgendwo auch abgeholt werden wollen. Warum soll man in diese Praxis auch gehen? Enorm wichtig auch. Und damit hat man auch die Möglichkeit, das Bild der Praxis letztendlich in den Köpfen der potenziellen neuen Patienten zu verankern auch. Man kann gezielt die richtigen Patienten auch ansprechen, ja, indem man sich ganz klar auch darstellt. Und Patienten, man darf nie vergessen, Patienten, wenn suchen, die haben Bedürfnisse oder Probleme, ja, je nachdem, wie man sieht, und suchen nach Lösungen. Ich habe hier nochmal ein paar Beispiele einfach. Das sind keine Kunden von uns, sondern die fand ich einfach sehr gut und spannend. Schulterspezialist Berlin, man weiß genau, wenn man etwas mit der Schulter hat, hier ist man richtig. Oder Zahnarztpraxis München-Neuhausen, also auch auf Stadtteil bezogen. Man kann es auch sehr gut regional machen. Hier auch nochmal sehr gut die verlängerten Öffnungszeiten auch dargestellt. Nasenkorrektur in Frankfurt am Main, sehr klar, sehr eindeutig. Patienten wissen, was sie erwarten können auch. Oder ihre persönliche Kinderwunschärztin auch. Das sind nur mal ein paar Beispiele, um ein paar Anregungen zu geben, wie man so eine Positionierung auch machen kann. Das Ganze geht natürlich auch auf Instagram. Fand das Beispiel sehr spannend, Botox Doc. Ja. An der Anzahl der Abonnenten letztendlich sieht man auch, dass das, so wie es scheint, auch sehr erfolgreich ist. Genau. Und weiter zu den Basics letztendlich auch gehört die Homepage. Und letztendlich muss man eins wissen, wenn man heutzutage nicht mehr mit einem Content-Management-System, CMS-System letztendlich arbeitet, glaube ich, wird es schwierig, da weiter mithalten zu können. Der größte Player hierzu ist sicherlich WordPress. Ja. WordPress ist ein sehr einfaches System. Man kann viele Dinge auch selber machen. Auch. Der Vorteil von WordPress letztendlich liegt auch darin, dass es eine Kooperation mit Google gibt, sodass man auch sicher letztendlich erwarten kann, dass das System immer am neuesten Stand ist, auch was Google betrifft. Grundsätzlich heißt es nicht mehr mobile first, das heißt mittlerweile nur noch mobile only. Warum ist es so? 65% aller Suchanfragen im Gesundheitsbereich, sagt Google, ja, passieren mittlerweile mobile. Unsere Zahlen sind sogar noch ein bisschen höher. Im Endeffekt bei unseren Kunden sind mittlerweile der Durchschnittswert knapp 70% des Traffics mobile. Der Spitzenwert liegt bei 88%, ist auch ein Ausreißer nach oben, muss man dazu sagen. Warum ist es grundsätzlich auch wichtig? Wenn die Website mobile nicht gut funktioniert, werden Sie auch in Google wenig Chancen mehr haben, auch gut gefunden zu werden. Google achtet sehr drauf und man muss wissen, dass Google seit ungefähr einem Jahr nur noch die mobile Website besucht und schaut, okay, ob die gut funktioniert und sich die Desktop-Seite überhaupt nicht mehr anschaut. Da kommen wir zum wahrscheinlich größten, nicht nur Traffic-Bringer, sondern in der Regel auch Patientenbringer, das ist SEO. Also SEO steht für Search Engine Optimization, gut Deutsch Suchmaschinenoptimierung. Ja, was passiert da letztendlich? Ich habe es mal beschrieben, SEO heute oder gestern letztendlich. Es geht darum, man braucht Inhalte, man braucht eine gewisse Popularität. Popularität heißt, wie wird man von anderen Seiten auch verlinkt? Es geht natürlich um Technik, ja, weil eine Website ist erstmal ein technisches Konstrukt. Und es geht um die sogenannte User Behavior, also um wie Nutzer letztendlich die Website auch wahrnehmen. Und das kann alles gemessen werden auch.
Das Ganze oder Technical SEO und User Behavior hat sehr viel zu tun auch mit PageSpeed, das heißt, wie schnell etwas geladen ist auch. Ich würde aber noch ein Stück weitergehen wollen auch und habe das Ganze genannt SEO heute und morgen. Klar geht es weiterhin um Content, um Popularität und um Technik, aber im Endeffekt, auch Google hat es erst wieder kundgetan, geht es immer mehr um diese User Experience. Das heißt, ist der Nutzer oder der potenzielle Patient in Ihrem Fall letztendlich auch happy, wenn er auf die Seite kommt? Also findet er das, wonach er gesucht hat? Ja, und warum er das Ergebnis, wo Sie aufgetaucht sind, auch angeklickt hat oder auch nicht? Ja, und das kann Google sehr gut messen und diese User Experience wird diesbezüglich auch immer wichtiger. Was heißt das eigentlich im Grunde genommen? Das hat sehr viel mit Performance zu tun. Ja. Google hat es auch in den sogenannten Core Web Vitals letztendlich auch niedergeschrieben. Was heißt das eigentlich auch? Largest Contentful Pain, das heißt einfach auch, wann ist der erste Inhalt mobile sichtbar? Dann Interaktivität, wann kann der Nutzer mit der Website letztendlich das erste Mal interagieren? Und Cumulative Layout Shift ist einfach, wie stabil ist mobil die Seite auch. Ja? Im Endeffekt geht es darauf hinaus, dass die Seite einfach unheimlich schnell sein muss. Ja? Und vor allem mobile unheimlich schnell sein muss. Weil letztendlich auch Google hat in vielen Testreihen heute auch festgestellt und gemessen auch, dass 53% der Besuche abgebrochen werden, wenn das Laden der mobilen Website 3 Sekunden oder länger dauert. Ja? Und deswegen muss man hier ein besonderes Augenmerk drauf legen, weil das sehr stark eben auf diese User Experience einzahlt. Und im Endeffekt kann man sich das, wenn man es mal darstellt, so vorstellen, man macht eine Suchanfrage, in dem Fall Lipödembehandlung München, man klickt auf das Suchergebnis, die Website muss sehr, sehr schnell da sein, der Nutzer klickt nochmal auf die Navigation zum Beispiel auch, sagt, okay, ich will mehr Informationen über die Lipödem-OP, jetzt in dem Fall auch und letztendlich muss die Seite sehr, sehr schnell da sein. Und wenn das gewährleistet ist, dann hat der Nutzer zumindest rein von der Zeit, die er zur Verfügung stellen muss, einfach auch ein gutes Erlebnis gehabt. Ob das dann inhaltlich noch so ist, ist nochmal eine andere Geschichte auch. Man muss auch wissen, und das auch aus der Google UX Playbook, UX heißt User Experience Playbook, dass Nutzer, die nach einem Behandler suchen, ja. Ausnahme, würde ich jetzt mal sagen, sind ästhetische Behandlungen auch, aber die stehen in der Regel auch ein bisschen unter Stress. Ja. Wenn man Schmerzen hat, wenn man weiß, okay, man muss wieder zum Arzt gehen oder zum Zahnarzt gehen, dann ist man jetzt nicht unbedingt erfreut, wie wenn man irgendwie Klamotten kaufen geht online, sondern und Google weiß oder hat dann auch viele Befragungen durchgeführt, dass letztendlich alle Suchenden irgendwo ein bisschen unter Stress standen auch. Ja. Und das heißt, die wollen oder ein Nutzer hat das Ansinnen, sehr schnell zu einem Ergebnis zu kommen, um gegebenenfalls dann auch den Termin reservieren zu können auch. Und dafür notwendig sind sogenannte Call to Actions. Und man mag jetzt vielleicht auch behaupten, okay, was hat das mit SEO zu tun? Das hat mit SEO sehr viel zu tun. Weil letztendlich ein Nutzer, wenn er happy ist, wie schnell eine Seite da war, wenn er die richtigen Informationen bekommen hat, wo er sagt, okay, hier würde ich mich gerne wohlfühlen, scheitert es nicht zu selten an diesen Call to Actions. Das heißt, dass ein Nutzer sehr schnell auch in der Lage ist, mit der Praxis in Kontakt zu treten. Ja? Das kann online sein, über einen Online-Termin dann auch, oder dass die Öffnungszeiten sichtbar sind, dass er eine Mail gegebenenfalls auch schreiben kann oder auch anrufen kann auch. Und dazu gibt es diverse Möglichkeiten auch und mit denen sollte man auch nicht zu sparsam umgehen, weil der Punkt ist das, wenn Nutzer das auf der Seite nicht finden, geht er wieder zurück auf die Google-Suchergebnisliste, klickt ein anderes Ergebnis gegebenenfalls an und das kriegt wiederum Google auch mit und Google deutet es dann als schlechte Nutzererfahrung, also User Experience auch. Hier mal ein Beispiel auch zum Beispiel von Content, wie man Content auch gestalten kann. Auf der linken Seite jetzt zum Beispiel Leistenbruch, ein Inhaltsverzeichnis angeben, Grafiken verwenden auch, Bilder verwenden, Vorteile sehr klar darstellen, immer wieder auch mit Zwischenüberschriften unterbrechen, das Ganze sehr schön paragraphieren, dann zum Beispiel eine Bewertung mit einbinden auch, wenn es denn auf irgendwelchen Plattformen einen gibt, FAQs und natürlich diese Call to Actions, damit der Nutzer auch jederzeit die Möglichkeit hat, in Kontakt zu treten.
auf der linken Seite nochmal ein bisschen ein anderes Beispiel auch, ein bisschen anders aufgebaut. Hier sogenannte Sprungmarken, wo man vielleicht, wenn man einfach nur eine bestimmte Information sucht, auch direkt hinspringen kann. Die Behandler, ein Video, ja, Videos werden immer beliebter auch. Die lockern das Ganze auch nochmal auf. Diverse Bilder, um das Ganze auch bei einer komplexen Behandlung zum Beispiel auch schon mal darzustellen. Wir sehen es aus den Daten auch, das wird auch angeschaut, das wird auch genutzt. In Bewertung hier auch wieder Social Proof nennt man das auch, ja, dass auch Nutzer sich irgendwo wohlfühlt, wenn jemand anders schon gut bewertet hat auch und natürlich am Schluss wieder diese Call to Actions. Genau, und in dem Zusammenhang gibt es noch dieses Google Local oder auch Google My Business genannt. Das ist so dieses lokale SEO, nennt man es auch. Was geht es da letztendlich? Also man muss wissen, dass der Großteil oder knapp die Hälfte der aller Suchanfragen haben irgendeinen lokalen Charakter. Ja, das heißt, weil in den meisten Fällen und eine Arzt- und Zahnarztbehandlung ist ja in sehr vielen Fällen rein lokaler Natur. Also man fährt wegen einer Faltenbehandlung wahrscheinlich nicht von München nach Hamburg, sondern das ist lokal. Und nur für sehr starke Spezialisierungen nimmt man auch mal einen weiteren Weg auf sich oder wenn man eine lange Leidensgeschichte schon hinter sich hat. Und Google misst es natürlich auch. Google weiß, lokale Suchen sind sehr, sehr wichtig. Und deswegen blenden die natürlich bei lokalen Suchanfragen unterhalb der Google Ads-Anzeigen auf diese Google Maps-Darstellungen mit dem sogenannten Dreierpack ein, wo drei Praxen letztendlich auch dargestellt werden. Das Google My Business Profil letztendlich, das hat man auch selber in der Hand. Das ist etwas, was Google kostenlos zur Verfügung stellt. Ich habe jetzt hier einfach mal von den Tomedo-Gründern den Vater genommen, den Dr. Philipp Zollmann, der selber eine Praxis auch hat oder ein MVZ, der das eigentlich sehr schön dargestellt hat oder sehr schön auch optimieren hat auch. Und ganz, ganz wichtig hier, man hat in Google My Business die Möglichkeit eben direkt schon auf diese Termine hinzuweisen, auch dass man Online-Termine auch anbietet und mit einer direkten Verlinkung auf das jeweilige, also Online-Termin-Formular. In dem Zusammenhang Google My Business und Google Local ist eins ganz wichtig auch, das sind die Bewertungen. Und ich habe jetzt Yameda jetzt auch mal mit reingezogen, weil Yameda natürlich auch Bewertungen generiert und Google. Und im Endeffekt, wenn man sich das durchliest, ich habe jetzt jeweils mal gute und auch schlechte. Und man muss sich immer vorstellen, ein Nutzer, der sie nicht kennt, ja, der vielleicht eine Empfehlung auch bekommen hat, ja, gehen Sie mal zu Dr. Meyer. Und wenn Sie der sind, dann werden die auf dieses Google My Business automatisch stoßen, da natürlich auch die ganzen Bewertungen sehen. Und wenn da viele schlechte Bewertungen sind, dann hilft oft mal auch die Empfehlung, die persönliche Empfehlung nichts. Also deswegen, das muss man im Auge behalten und letztendlich die Note und die Anzahl der Bewertungen spielen auch beim Ranking in der Google My Business Geschichte oder in den Google Maps Darstellungen eine große Rolle, eine der wichtigsten Faktoren mittlerweile. Hier nochmal eine sehr Gegenüberstellung auch, wenn man sich die beiden einfach mal durchliest. Und wenn man jetzt mal aus der Patientensicht das Ganze auch sieht, glaube ich, wird es nicht viele geben, die zu links tendieren würden, sondern eher zur Bewertung auf der rechten Seite auch. Dann Google ist letztendlich, oder das Income von Google speist sich aber hauptsächlich aus den Google Ads. Ja? Und Google Ads ist auch eine sehr schöne Geschichte letztendlich auch, um vor allem schnell irgendwo reagieren zu können. Aber auch da muss man immer ein bisschen ausprobieren, um einfach auch die richtigen, klaren Suchbegriffe auch zu finden. Und die offensichtlichen sind dann oft nicht immer die besten, sondern da muss man auch ein bisschen Try and Error machen. Aber im Endeffekt, Google Ads sehen ungefähr so aus, wie hier Faltenbehandlung München. Man sieht oben die ersten vier Treffer sind erstmal die Google Ads-Anzeigen auch. Das heißt, Google platziert es schon sehr prominent. Dann kommen die Google Maps-Darstellungen jetzt in dem Fall. Und hier beginnen auch erst die ganzen SEO-Rankings. Und Ads bei vielen oder bei einigen Geschichten, so würde ich sagen wollen, befinden sich auch ganz unten nochmal. Ja, das ist hier jetzt eine mobile Darstellung. Und je nachdem, wie viele Wettbewerber auch sind, gibt es unten welche oder gibt es unten welche auch nicht. Man muss bei Google Ads aber auch wissen, so schnell es auch funktioniert und so gut es auch funktioniert, aber nichtsdestotrotz
Nutzer haben weiterhin mehr Vertrauen in diese natürlichen Rankings, also in diese SEO-Geschichte auch, weil sie, ein Nutzer glaubt immer, das ist so die wahre, das wahre Ranking und das andere ist ein gekauftes Ranking. Aber nichtsdestotrotz hat Google Ads sehr viele Vorteile. Man kann seine Zielgruppe sehr schnell erreichen. Man hat volle Kostenkontrolle. Man kann Google sagen, ich möchte im Monat vielleicht nur 100 Euro ausgehen oder auch 1000 Euro. Ja, und dann wird auch nicht ein Cent mehr ausgegeben. Und man kann sehr, sehr gut aussteuern, vor allem regional, wenn man sagt, okay, ich möchte nur im Umkreis von 3 Kilometer um die Praxis gefunden werden, dann ist es auch sehr einfach darzustellen. Social Media, ja, ein paar Fakten vielleicht dazu, was vielen vielleicht gar nicht so bewusst ist, auch mittlerweile haben wir 66 Millionen Menschen, die im Internet da auch sind und vor allem die Zahl finde ich beeindruckend, durchschnittliche Sitzungsdauer sind 3,5 Stunden ungefähr mittlerweile. Und Facebook und Instagram, die gehören ja zusammen auch, ja, dominieren das ganze Feld auch. Ja. Was kann man letztendlich vielleicht über die Neupatientengewinnung oder auch Rückgewinnung noch erreichen? Das will ich Ihnen auch nicht vorenthalten. Grundsätzlich Informationen auch preisgeben. Ja. Das kann eine gute Möglichkeit sein, um vielleicht Branding aufzubauen, um seine Positionierung darzustellen. Und vor allem auch, was immer wichtiger wird, was wir feststellen, auch die richtigen Kollegen oder Mitarbeiter grundsätzlich auch finden. Und da eignet sich Facebook oder Instagram hervorragend, je nachdem, wie man genau sucht. Grundsätzlich sollte natürlich immer Vertrauen aufgebaut werden. Das Ganze sollte sehr authentisch sein. Was muss beachtet werden grundsätzlich auch? Ganz wichtig, die Bildsprache, ja, und vor allem aktuelle Bilder verwenden. Ja, also wir sehen da oft, auch in Accounts, dass da schlechtes Bildmaterial oder sehr, wo man weiß, okay, das kann nicht von heute sein oder von gestern, sondern von vor vielen Jahren letztendlich auch verwendet werden. Und man muss berücksichtigen, die Bildsprache per se ändert sich heute im Laufe der Zeit. Grundsätzlich reicht es nicht oder beziehungsweise nur einen Facebook- oder Instagram-Account zu haben, das ist nicht zielführend, weil letztendlich die organische Reichweite von Facebook und Instagram nahe Null mittlerweile geht. Es sei denn, man hat schon einen großen Account und hat viele Follower oder viele Freunde, dann ist es vielleicht nochmal eine andere Geschichte auch. Aber grundsätzlich, wenn man damit erst beginnt oder man hat sehr wenige, dann kommt man über Instagram-Ads oder Facebook-Ads nicht drum herum. Das heißt, es sind die bezahlten Geschichten. Das geht eigentlich ganz einfach. Man kann sich eigentlich seine Zielgruppe maßschneidern, ja. Facebook hat natürlich immens viele Daten. Ja, man kann das Ganze regional aussteuern auch. Man kann sagen, ich will nur Männer oder Frauen, in welchem Alter auch immer, erreichen. Warum weiß Facebook oder Instagram, warum wissen die das genau? Weil natürlich Nutzer, die Facebook oder Instagram verwenden, auch alles Mögliche preisgeben. Ja, Facebook weiß, wann man etwas mag oder nicht mag, wann man traurig oder auch nicht traurig ist. Oder wo man irgendwo eingecheckt hat, ja, oder man gerade ist. Also das heißt, Facebook hat für Facebook und Instagram eben unheimlich viele Daten. Hier nochmal ein Beispiel auch von der Kampagne über Instagram jetzt in dem Fall auch, ja, einfach mal eine Informationskampagne. Daraus entstehen Interaktionen, ja, Nutzer fragen nach, finden das gut oder auch haben noch Fragen dahinter. Letztendlich auch, man kriegt auch ein genaues Reporting, wie viele man mit der ganzen Geschichte auch erreicht hat und das letztendlich auch welche Verteilung jetzt in dem Fall, weil es natürlich nur an Frauen für das Thema Lipödem gegangen ist, auch wurden nur Frauen auch anvisiert, letztendlich auch und welches Budget man grundsätzlich da gebraucht hat. Und hier hört es aber auch nicht auf, weil im Endeffekt, wenn man diese Kommunikation aufrechterhalten kann, dann kommen auch die ersten Anfragen und also in dem Fall, das ist relativ erfolgreich auch, kommen die ersten Kontaktanfragen. Das heißt, ja, wie wäre es denn mit einem Termin oder nehmen Sie vielleicht auch gesetzlich Versicherte? Und wir wissen aus den Daten, da entstehen sehr, sehr viele Neupatienten auch über die ganze Geschichte, sodass sich das auch sehr, sehr gut lohnt. Dann zu guter Letzt, weil die Zeit rennt, noch das Thema Online-Termine. Da wird aber René einiges noch dazu sagen. Im Grunde genommen hier noch ein paar Zahlen vielleicht auch dazu, warum
Online-Termin buchen eine gute Geschichte ist. In einer Befragung, die Yameda mal durchgeführt hat, 64% der Patienten würden sich eher für einen Arzt entscheiden, bei dem sie Termine online buchen können. Rund 80% möchten eigentlich Online-Termin nur noch buchen. Ja. Das sind jetzt Zahlen aus Datenbanken, aus unserer Datenbank zum Beispiel auch von Kunden Hautarzt Frankfurt Online-Termin. Also das sind jetzt unterschiedliche Schreibweisen auch. Ja. Und wir haben gesehen, das sind nur für diese eine Fachgruppe in der einen Stadt nur Online-Termine mehr als 500 Suchanfragen pro Monat. Und ich meine, letztendlich, der Nutzer sagt ja genau, was er will. Und wenn man da für diese Suchanfragen in Google letztendlich auch auftaucht, wenn die dort passieren, dann ist die Chance schon sehr hoch. Und wir sehen es auch an den Conversions, dass die Leute dann auch buchen, wenn man da erscheint mit der richtigen Seite. Das Gleiche haben wir auch für Zahnarzt Frankfurt jetzt dargestellt, auch mehr als 500 Suchanfragen pro Monat. Ja, Online-Termine, warum sollte man das Ganze vielleicht zusätzlich machen? Im Endeffekt aus Nutzersicht, der Nutzer kann immer buchen, ja, 24/7. Ja, er ist nicht an irgendwelche Öffnungszeiten gebunden. Er muss nicht in der Warteschleife hängen. Es ist kein Problem mit der Erreichbarkeit, weil letztendlich, wenn die Seite online ist, dann kann auch jederzeit den Online-Termin buchen. Im Endeffekt ist es ein Stück weit auch immer Try-Error. Ja, also wir stellen immer fest, dass man muss sich genau Gedanken machen, welche Art von Terminen will ich vielleicht nur online buchen lassen? Ja, sind es alle oder will ich nur ein paar? Gesetzlich privat auch, welche Einschränkungen gibt es da gegebenenfalls auch? Also hier muss man sich Gedanken machen, gegebenenfalls auch ein bisschen rumspielen und einfach die Daten dann auch entsprechend auswerten. Und nicht vergessen, im Endeffekt auch, Nutzer werden trotzdem weiterhin anrufen, auch auf dem Anrufbeantworter drauf sprechen, ja, dass man gerne den Termin auch online buchen kann. Und also wir haben das sehr oft festgestellt, dass dann die Online-Buchungen auch wirklich in die Höhe gegangen sind, wenn man es auf den Anrufbeantworter gesprochen hat. Genau, jetzt bin ich schon durch und im Endeffekt würde ich jetzt gleich direkt an den René übergeben wollen. Genau, wir switchen gleich mal zu René. Das kann ein paar Sekunden dauern, bis das Video von ihm jetzt zu sehen ist. Genau, ich bemühe mich. Und jetzt sollte mein Bildschirm auch zu sehen sein. Ja, nochmal guten Abend. Ich würde gerne an dem Punkt anknüpfen, wo Markus aufgehört hat, nämlich die Sichtbarkeit im World Wide Web. Und das hier einfach mal anhand des Beispiels der Mutter. Der Inhaber unserer Firma, Christine Zollmann. Wenn ich jetzt ein Patient bin dann, und suche einen Hautarzt, dann würde ich hier in dem Falle ganz klar die einfachsten Begriffe nehmen, nämlich Haut und Jena. Und je besser meine Website rankt, desto besser bin ich zu sehen. Auch hier entsprechend sofort sichtbar. Der Patient geht dann auf die Webseite. Übrigens hier sehen Sie die Mutter, Frau Dr. Christine Zollmann, und sie nutzt Tomedo. Klar, das ist eine unserer Pilotpraxen und auch die Praxis neben der väterlichen Praxis, die alle Neuerungen als erstes testen dürfen oder müssen, je nachdem. Das ist in der Regel Ansichtssache. Und diese Praxis nutzt sowohl die Tomedo-Videosprechstunde namens Arzt direkt, wie auch den Online-Terminkalender. Und das Ganze lässt sich ganz einfach in eine Website einbetten, lediglich über den Link, der bei Registrierung des Online-Terminkalenders bzw. beim Setzen der Instanz bei der Videosprechstunde generiert wird. Und somit kann der Patient ganz einfach hier Termine buchen. Ich würde jetzt im ersten Schritt einmal auf die Videosprechstunde eingehen und Sie sehen hier, ein Arzt ist online. Und jetzt kann ich ganz einfach hier die Videosprechstunde betreten. Und wie das läuft, schauen wir uns an. Und zwar, einen Moment. Da muss ich das Bild ein bisschen runterziehen. Genau.
Ich gehe über diesen Link der Videosprechstunde auf die Plattform Arzt direkt, die direkt mit der Website verbunden ist, und würde dann in dem Falle hier sagen, was bin ich denn? Ich habe jetzt gewählt, ich bin Bestandspatient und werde jetzt gefragt, weswegen komme ich? Diese Ansicht hier und der Auswahlbereich, das ist letztlich die Sache von Ihnen. Sie machen sich Gedanken darüber, okay, was soll der Patient hier vorher auswählen? Beziehungsweise soll er überhaupt etwas auswählen? Aus unserer Sicht heraus macht das durchaus Sinn, weil Sie wissen dann, okay, mit welchen Beschwerden kommt denn der Patient in mein Online-Wartezimmer? Dann gehen wir weiter. Hier gebe ich die Kontaktdaten ein. Das Positive ist hier, wenn ich immer wieder vom selben Account und aus demselben Browser, also quasi, wenn der Patient von zu Hause aus bucht, dann werden diese Daten vorausgefüllt Bestand haben, sodass die nächste Buchung von einem Online-Termin oder von der Videosprechstunde viel schneller von der Hand geht, weil meine Basisdaten ich hier schon hinterlegt habe im Browser. Dann würde ich hier entsprechend Tests durchführen. Damit gehen wir sicher, dass die Technik beim Patienten letztlich funktioniert und eine Videosprechstunde stattfinden kann. Und dann sehen wir auch ein Realbild. Jawohl, ich sehe mich perfekt. Alle Tests abgeschlossen. Und dann sollte natürlich noch das Rechtliche geklärt werden. Auch das wird akzeptiert. Der Datenschutz wird akzeptiert. Und dann betrete ich hier den Warteraum. Und das Arzt direkt hat den Vorteil, dass es ein virtuelles Wartezimmer gibt, wo sich nicht nur ein Patient treffen kann, sondern mehrere. So handhabt es zum Beispiel die Praxis von Frau Dr. Zollmann. Das sind mittlerweile 15 Ärzte, die dort arbeiten, also in einem großen Stil. Und die nutzen die Videosprechstunde vordergründig als Akutsprechstunde. Und das hat den Vorteil, dass zwei Ärzte fortwährend sich um die Patienten kümmern, die hier in der Videosprechstunde im Wartezimmer, im virtuellen Wartezimmer sitzen. Und ich sehe hier als Patient, wie viele Ärzte sind denn aktuell online. Das kann ich auch in dem Falle, springe nochmal zurück, direkt hier auf der Website sehen, ob jetzt ein oder mehrere Ärzte zugegen sind. Und ich sehe, wie viele Patienten waren denn zeitlich vor mir. Und wie schaut das Ganze dann aus im Praxisverwaltungssystem? Das switchen wir einmal rüber. Und wir haben hier in Tomedo einfach ein Panel, wo die Patienten entsprechend auftauchen. In dem Moment, wo der Patient online auf der ArztDirect-Plattform das Wartezimmer betritt, wird der Patient hier in diesem Panel zusätzlich mit angezeigt. Und jetzt sehe ich schon hier, die Frau Wengelsohn war schon eine Ecke länger da oder wartet schon sehr lang, deswegen verfärbt sich das automatisch rot. Und jetzt habe ich hier, jetzt frage ich mich, okay, warum das Zuweisen? Wahrscheinlich gibt es bei den Angaben entweder im Geburtsdatum oder im Vorname oder im Nachname geringe Unstimmigkeiten. Und deswegen kann ich hier ganz einfach auf Zuweisen klicken und sehe dann, okay, welche Patienten kommen denn in Frage? Und da sehe ich hier, das, was online eingegeben wurde, ist eine Gisela mit IE, aber geführt in der Praxis wird die Gisela nur mit simplem I ohne das E. Geburtsdatum stimmt überein, der Familienname stimmt überein, also wird es genau diese Patientin sein. Ich wähle das aus, weiß es quasi zu und in dem Moment, wo ich es zugewiesen habe, öffnet es mir direkt meine Stammdaten, sodass ich hier, je nachdem, ob das jetzt ein Privatpatient ist oder ein Kassenpatient, direkt einen Schein anlegen kann oder eine Privatrechnung, sodass ich dann entsprechend meine Ziffern abrechnen kann. Beziehungsweise das, was ich dort bespreche, auch direkt in der Kartei eintragen kann. Da brauche ich letztlich nichts tun für. Dann sage ich, okay, die ist jetzt geführt. Halt, ich muss nochmal reingehen. Ich muss noch eine
Rechnung ist angelegt, eine Kasse. Nehmen wir mal die Kasse zuordnen und dann sagen wir, weswegen die kommt zu uns. Jawohl. Und ich setze meinetwegen das To-Do auf aktiv. In dem Falle würde ich dann hier einen extra Raum in Tomedo anlegen, wo zum Beispiel Arzt direkt drin steht, sodass ich sehe, welcher Patient ist denn in der virtuellen Sprechstunde. Und dann verfärbt sich bzw. ändert sich dieser Bereich. Ich kann auch hier direkt in die Kartei springen, beziehungsweise ich kann direkt in die Videosprechstunde springen. So. Und jetzt sehe ich hier, das ist ein Foto von Gisela. Ja, sieht man eine hohe Ähnlichkeit, wenn man mal das Bild vergleicht. Ja, war beim Friseur, zumindest auf dem Kopf. Sie als Ärztin bzw. Arzt sehen jetzt hier, okay, ist das die besagte Person? Das Foto für die Verifizierung hat die Patientin aufgenommen. Und dann sage ich, okay, dann springen wir hier mal rein. Jetzt bekomme ich die Vorauswahl, die der Patient ausgefüllt hat. Quasi ein Formular, was Sie bestimmen, was Sie inhaltlich bestimmen. Was wollen Sie im Vorfeld abgefragt haben? Und die Dinge können Sie hier entsprechend ablesen, sich entsprechend gegebenenfalls vorbereiten, nochmal rüber in die Akte springen, wenn das notwendig sein sollte. Und dann rufen Sie den Patient auf. Der Patient wandert dann. Springen wieder zurück in die Patientenansicht. Jetzt sind wir bei Gisela und sie sieht, okay, der Arzt, in dem Fall ich, hat mich aufgerufen. Also betritt die Patientin die Videosprechstunde. Und auf Arztseite, jawohl, das dauert einen Moment. Ich schalte mich mal stumm, damit wir uns nicht doppelt hören. Und jetzt sehe ich mich doppelt, weil ich bin multiple Persönlichkeit, Arzt und Patientin in einem. Und schon bin ich jetzt direkt in der Videosprechstunde und kann hier mit der Patientin sprechen. Ich kann entsprechend Bilder aufnehmen, wenn die Patientin mir jetzt etwas, eine Wunde oder einen Ausschlag oder was auch immer in die Kamera hält, kann ich davon ein Bild aufnehmen und habe die Möglichkeit, das Bild selbst auch zu öffnen und da drin gegebenenfalls auch Bereiche einzukreisen. Ja, und dann gehe ich damit wieder zurück, ich speichere das und kann das jetzt auch entsprechend, das, was ich eingekreist habe, mit der Patientin teilen. Ich springe nochmal ganz kurz nach hier drüben und ich sehe jetzt beim Patienten, in der Patientin selbst, auch hier entsprechend, was ich hinterlegt habe. Jetzt kann auch die Patientin in der Videosprechstunde an sich Daten hochladen, die ich dann als Arzt bzw. Ärztin ebenfalls sehen kann und am Ende der Sitzung kann ich ein Archiv erstellen von all den Daten, die ich mit dem Patienten ausgetauscht habe und diese Daten wandern dann in Form von einem PDF direkt in die Patientenkartei und somit habe ich alles miteinander verbunden und dann verabschiede ich mich. Sitzung verlassen, jetzt abschließen und zurück ins Tomedo. Das dauert einen Moment, weil die Daten werden gesammelt, zusammengepackt und dann springe ich ins Tomedo, wenn ich das möchte. Was ich in diesem Falle, weil mehrere Personen im Wartezimmer sich befinden, hier nochmal angezeigt bekomme, ist die Warteliste. Und die andere Patientin würde ich jetzt mal noch ein
bisschen hier drin lassen. Die Patientin selbst sieht, okay, die Sitzung ist beendet, kann auch hier das, sich das Ganze als PDF nochmal herunterladen, beziehungsweise bekommt auch das Ganze nochmal per E-Mail zugesandt. So, und dann schauen wir uns nochmal Tomedo an. Ich springe nochmal auf den anderen Bildschirm. Genau. So, und jetzt sehen wir hier das abgelegte Dokument aus meiner jetzigen Videosprechstunde. So habe ich zu jeder Zeit die Möglichkeit nachzuvollziehen, was wurde denn gemacht, und sehe dann dementsprechend auch das Dokument zu, das PDF aus der Videosprechstunde, was hier noch am Laden ist. Das, was Sie hier oben sehen, sind Textbausteine. Wenn Sie für die Videosprechstunde einen gesonderten Karteieintrag anlegen, können Sie entsprechende Textbausteine hier mit hinterlegen, sodass Sie das quasi wie taggen können, wenn Sie den, wenn der Begriff Ihnen beläufig ist. Also quasi Stichworte eingeben, nach denen Sie dann wiederum in der Kartei direkt suchen können. Und jetzt wäre hier eine Variante zu sagen, okay, immer wenn ein bestimmtes Stichwort auftaucht aus der Videosprechstunde, dann hinterlege bitte automatisch folgende Diagnoseziffern, sodass ich auch hier eine Verknüpfung habe zwischen meiner Website letztlich, dem virtuellen Wartezimmer, dem Sprung hin zur Videosprechstunde an sich, dem Durchführen der Videosprechstunde und dann auch das Dokumentieren und letztlich die Abrechnung. Okay, gut, dann würde ich in dem Kontext nochmal ganz kurz auf den Online-Terminkalender eingehen und dazu springen wir wieder hier hin. Der Online-Terminkalender ist letztlich genauso lediglich ein Link, der in der Website eingebettet wird. Sie haben hier die Wahl, ob es quasi so wie hier direkt ein Teil der Website ist oder ob bei der Terminbuchung an sich immer noch mal ein extra Fenster oder ein extra Tab sich öffnet. In der Videosprechstunde an sich, im Online-Terminkalender an sich, haben Sie dann die Möglichkeit, optional zu wählen, ob Sie eine Vorauswahl treffen wollen, also nach versicherten Art. Ihr könnt auch nach Selbstzahler stehen oder Sie lassen alles einfach weg. Dann gehe ich mal darauf und sehe dann meine verschiedenen Angebote, die die Praxis mir unterbreitet und wo noch freie Termine vorhanden sind. Und im Moment ist die Praxis sehr gut ausgebucht, ne, sodass ich nur noch entsprechend hier Videosprechstundentermine buchen könnte, wenn ich das wollen würde. Und dann gehe ich weiter, wenn ich einen geeigneten Termin gefunden habe, und würde auch hier Vorname, Nachname, Geburtsdatum optional, das können Sie festlegen, ob Sie Telefon und oder E-Mail als Voraussetzung mit angeben sollen, die Patienten. Das ist etwas, was Sie letztlich entscheiden. Ich persönlich würde immer dazu tendieren, beides beziehungsweise in jedem Fall eine Telefonnummer mit anzugeben. Und dieses Datenpaket wandert dann von dem Host-Server, wo der Online-Terminkalender abgelegt ist, wandert dieses Datenpaket dann zu Ihnen in die Praxis und dort gleicht Tomedo automatisch das Ganze ab. Also schaut, okay, kenne ich diesen Vornamen, kenne ich diesen Nachnamen, kenne ich dieses Geburtsdatum? Und wenn ja, wird automatisch der Termin mit einem Patienten verknüpft und in den Kalender eingetragen. Was passiert auf Patientenseite? Der Patient bekommt eine E-Mail mit der Bestätigung des Termins. An dieser E-Mail kann, je nachdem, wie Sie es konfiguriert haben, meinetwegen auch ein PDF angehängt sein mit verschiedenen Informationen. Das kann ein Aufklärungsbogen sein, das können allgemeine Geschäftsbedingungen, wie auch immer. Also die Option besteht. Und was der Patient ebenfalls erhält, ist die Möglichkeit, wenn er doch am Termin selbst nicht teilnehmen kann, den Termin zu stornieren. Und somit hat der Patient nach wie vor alle Möglichkeiten,
auf seiner Seite. Und Sie sehen dann, wenn der Tag des Termins gekommen ist, dass der Patient automatisch in der Tagesliste zum Zeitpunkt X auftaucht. Sie brauchen nichts tun. Der Patient wird in der Tagesliste erscheinen zu dem Zeitpunkt beziehungsweise mit dem Termin, den er online gebucht hat. Und der Vorteil hierbei ist, das passiert alles komplett im Hintergrund. Sie brauchen kein extra E-Mail-Postfach, wo Sie dann die Termine von A nach B schieben oder zusätzliche Schritte gehen müssen, um diese Termine ins Praxisverwaltungssystem zu bringen. Das Ganze läuft im Hintergrund und spart Ihnen entsprechend extrem viel Zeit. Und je besser die Website sichtbar ist, desto stärker können Sie genau auf diese Optionen setzen, die dann wiederum natürlich die Praxis bzw. einzelne Personen deutlich entspannt. Das ist kann die Anmeldung sein. Telefonische Erreichbarkeit wird mehr gegeben, weil das Telefon einfach nicht blockiert wird durch Terminbuchungen oder Terminanfragen. Okay, ich glaube, wir sind soweit in der Zeit. Wenn Sie Fragen haben, schreiben Sie in F&A. Und dann würde ich sagen, schauen wir, ob wir Fragen bekommen haben, oder Marie? Mhm. Jawohl, das ist der Plan. Erstmal danke René und danke Markus, das waren sehr spannende Einblicke. Nochmal ganz kurz für unsere Zuschauer. Markus, was sind denn jetzt die wichtigsten Schlüsselfaktoren bei der Gewinnung von neuen Kunden, von neuen Patienten? Also zum einen, also ich glaube, die Basics, ja, also das kann man nicht oft genug wiederholen. Eine Website mit Top-Informationen, ultraschnell, bestmöglich auf Mobile ausgerichtet, auch mit den entsprechenden Features, wie zum Beispiel eben die Online-Termingeschichte auch, ist essentiell und ist immer noch, würde ich sagen, wenn man sich die Wettbewerbssituation anschaut, in den meisten Bereichen auch fast schon ausreichend, auch um vor dem Wettbewerb zu sein. Also deswegen Top-Website, beste Inhalte und Features wie Online-Termine auch. Und ich sage mal, die ganzen Geschichten wie Facebook oder Instagram, ja, das kann man zusätzlich machen, ja, dass man richtig auch Fahrt aufnimmt. Aber im Grunde genommen, wenn die Basis nicht steht, kann man sich viele Kampagnen auch sparen. Und die Basis ist wirklich elementar wichtig. Alles klar. Vielen Dank, Markus. René, wie kann denn jetzt Tomedo ganz konkret dazu beitragen, den Praxisalltag zu optimieren? Mhm. Ich sehe hier den großen Vorteil, wenn ich, also unabhängig von Online-Terminkalender und Videosprechstunde, aber darum geht es ja heute im Wesentlichen, die digitale Sichtbarkeit. Hier habe ich den Vorteil, mit Tomedo oder mit einem guten Praxisverwaltungssystem eine Verknüpfung dieser unterschiedlichen Erreichbarkeiten mit null Aufwand in der Praxis. Denn großer Vorteil sehe ich bei uns, dass die Praxis immer die Entscheidungsgewalt hat. Sie entscheidet, was online sichtbar ist und behält ihre Daten für sich und streut diese nicht sonst wohin oder gibt es an Dritte weiter. Ja? Und die wesentliche Arbeitserleichterung, das ist im Grunde genommen das, was ich hier in diesem Kontext als das den großen Gewinn sehe. Absolut, Dankeschön. Uns haben auch noch aus dem Publikum Fragen erreicht, schreibt mir gerade die Kollegin aus dem Backoffice. Markus, wenn es dir recht wäre, fangen wir mal bei dir an, zu DocLeads. Da wurde gefragt, was wären denn konkret die ersten Schritte, um den eigenen Online-Auftritt als Praxis zu optimieren? Okay, also das Erste ist mal, also wenn jetzt zum Beispiel, wenn es schon eine Website gibt, ne? Also dass man wirklich die Website überprüft, passen die Informationen, die da drauf sind, ist es auf den neuesten technischen Stand auch letztendlich, um den Anforderungen auch zu entsprechen. Wie ist denn die aktuelle Sichtbarkeit in Google? Weil letztendlich, man muss eins wissen, Google ist die Dominante und wenn die Basis nicht stimmt, hat man es in Google wahnsinnig schwer. Ja,
Und deshalb sind halt die Maßnahmen erstmal zu überprüfen, wo stehe ich aktuell, also Status quo, ganz klar ermitteln und dann gezielt herausarbeiten, an welchen Schrauben muss ich drehen. Ja? Und deswegen in den meisten Fällen bei einer bestehenden Website ist erstmal technisch einiges zu tun, ja? Dass man schaut, okay, wie funktioniert sie mobil, ist sie schnell genug auch. Dann das nächste ist dann passende Inhalte. Passt eigentlich das, was man vielleicht auch meint? Das oft denkt man nur von sich aus. Ja? Und das ist ein Klassiker, das machen wir auch. Ja? Und deswegen lohnt sich ein Blick mal auf die andere Seite zu gehen, einfach zu sehen, okay, wie will ich denn wahrgenommen werden oder wie nehmen Patienten mich vielleicht auch wahr? Und passt es überein mit dem, was ich eigentlich preisgeben möchte oder was ich sein möchte auch? Ja? Dass man ganz klar seine Leistungen herausarbeitet und nicht einfach nur, ich bin einfach nur ein Hautarzt oder Dermatologe oder einfach nur ein Frauenarzt, sondern tiefer gehen. Ja, was sind denn die Bereiche, die ich eigentlich mehr verkaufen möchte auch oder mehr anbieten möchte? Und das muss auch auf der Website sichtbar sein. Und dann geht man halt her und passt die Inhalte entsprechend auch an, ja, die Nutzerführung, ganz, ganz wichtig, auf der Seite anpassen auch. Das heißt, wenn man in der Suchergebnisliste erscheint, der Nutzer klickt auf ein Ergebnis, die Website erscheint, dass der Nutzer sich bestmöglich zurechtfindet auch, ja, und im Endeffekt immer im Kopf haben, was will man denn, ja, man möchte im besten Fall, dass er schnellstmöglich einen Termin bei einem macht, sei es Online-Termin, ja, das ist natürlich die schnellste und effizienteste Möglichkeit auch, oder wenn er das nicht möchte, der Nutzer auch ihm die Möglichkeit zu geben, auch anzurufen. Und deswegen die ersten Schritte, um es nochmal zu wiederholen, Status quo, in der Regel sind es technische Dinge und auch inhaltliche Dinge, die dann zu klären sind. Und dann ist es ein Stück weit auch, um in Google langsam nach oben zu kommen, Trial-and-Error-Arbeit. Ja. Und wenn der Bedarf zum Beispiel da ist, dass man sagt, okay, ich muss einen gewissen Patientenflaute auch überwinden, dann kann natürlich schon helfen, dass man zum Beispiel die Google Ads auch macht, ja, dass man sagt, okay, für welche Leistungen will ich gefunden werden auch, weil letztendlich die Google Ads sind die schnellste Möglichkeit auch, heißt aber auch nicht, man stellt sie online und schon rennen die Patienten in die Praxis. Das dauert auch ein bisschen, aber im Grunde genommen wäre das eine relativ schnelle Möglichkeit auch, neue Patienten zu gewinnen. Aber ich würde immer sagen, die Basis ist so wichtig und die wird so häufig vergessen, weil das sorgt dafür, dass nachhaltig auch der Patientenstrom online erfolgt. Also man hört auf jeden Fall raus, kurz und prägnant, also die Information möglichst prägnant und möglichst kurz auch vor allem zu präsentieren, um gleich auf den Punkt zu bringen, das sind wir, das machen wir. Genau, das sind wir, das machen wir und die Leistungen auch in den Vordergrund stellen und die Beispiele, die ich auch gezeigt hatte, auch, ja, also wirklich auch mit, nicht nur mit Text arbeiten, sondern Grafiken, Bilder verwenden, Videos auch verwenden, ja. Und zwischendurch immer, wenn man dann scrollen muss, dass auch diese Call to Actions einfach auch, ja, also das sind so Klassiker, die auch messbar sind, ja, also wir haben schon häufig erlebt, also wenn wir Seiten bekommen haben, auch, dass im Endeffekt einfach nur ein Call to Action einzufügen, hat schon die Conversion erhöht. Und die Conversion heißt, der Nutzer kam auf die Seite und hat dann auch einen Termin gemacht. Ja, super. Was lese ich hier noch? Wie gehe ich mit negativen Rückmeldungen um, wenn meine Patienten mit dem Online-Service nicht so zufrieden sind? ja, das wäre jetzt ein abendfüllendes Thema auch, aber ich will es mal kurz machen. Im Grunde genommen, man muss es so sehen, man muss erstmal schauen, oder auch wirklich kritisch beurteilen, ist diese Bewertung aus Ihrer Sicht oder ist sie überhaupt passiert, ja, oder ist da überhaupt ein Patient da gewesen auch, ja, das ist so der erste Schritt auch. Und das zweite ist auch, kann es wirklich sein, dass es so war, ja, und das sollte man auch wirklich sehr selbstkritisch sein. Wir empfehlen immer, wenn man die Möglichkeit in Betracht zieht, naja, könnte schon sein, ja, also Klassiker sind oft Wartezeiten, ist sehr häufig, das Beispiel hatte ich auch, oder Freundlichkeit, das sind so einfache Faktoren, das auch als Feedback wahrnehmen, um eben auch Prozesse zu verbessern und dann auch durchaus mal eine Bewertung stehen lassen, weil es gibt ja auch immer die Möglichkeit, eine Bewertung anzugreifen. Bei Yameda ist es einfacher, ja, im Endeffekt eine anzugreifen als bei Google zum Beispiel.
Bei Google ist es mittlerweile schon möglich, dass man Bewertungen und negative Bewertungen auch rausbringt, aber nicht so einfach. Und wir empfehlen immer, also wenn nur der Hauch einer Möglichkeit bestanden hat, dass das so sein kann, was da geschrieben wurde, das auch stehen zu lassen, zu kommentieren. Ja? Und das weiß ich aus meiner Zeit bei Yameda noch. Im Endeffekt, wir haben auch Nutzerbefragungen gemacht, dass zum einen zu einem guten Profil gehört auch mal eine schlechte Bewertung, Punkt eins. Punkt zwei ist, eigentlich jede schlechte Bewertung kann man mit einem guten Kommentar nahezu entwerten. Entwerten heißt, dass wenn ein anderer Nutzer diese Bewertung liest und man schreibt einen sehr professionellen, aber auch sympathischen Kommentar dazu, dass der Nutzer sieht, wow, weil das heißt ja auch, man setzt sich damit auseinander, man setzt sich mit dem Feedback auseinander. Und dann ist diese negative Bewertung eigentlich nahezu entwertet, in Anführungszeichen. Ja. Also deswegen sich schon aktiv damit auseinandersetzen und grundsätzlich schauen, dass man entweder einen Kommentar angibt oder wenn man sagt, nein, das kann nicht sein, oder auch wenn eine Beleidigung ist, ja, die sowieso angreifen und in der Regel kriegt man die auch raus, da eben entscheiden, was man dann letztendlich tut, aber sich auf jeden Fall aktiv damit zu befassen, um vielleicht eins draufzusetzen, nicht nur die kritischen Kommentare, sondern auch die positiven Kommentare durchaus immer wieder mal kommentieren. Auch das zeigt, man nimmt das Ganze ernst, ja. Man zeigt letztendlich auch ein gewisses Verständnis auch. Und im Grunde genommen, wenn man auch ein bisschen aktiv an der Schraube dreht, dass man sagt, zufriedene Patienten, wo man weiß, sie sind zufrieden, auch durchaus mal ansprechen, dass sie sich freuen würden über eine Bewertung auf Google oder Yameda, das ist dann egal. Man wird feststellen, wie gerne Patienten das auch machen. Und da kann man natürlich dann auch hinsichtlich der positiven Bewertungen einiges machen. Okay, also das heißt selbstkritisch sein, aber sich auch sagen, eine schlechte Bewertung gehört auch mal dazu. Ich arbeite damit und versuche, wenn es geht, es besser zu machen. Genau, also das ist ja menschlich, ja. Also es gibt ja auch Patienten, die kann man nicht zufriedenstellen. Ja. Also das muss man auch so klar sagen, das ist so. Und da muss man halt immer abwägen, okay, lässt man den mal stehen. Manchmal sind auch schlechte Bewertungen so schlecht geschrieben, dass sie sich eigentlich selber entwerten. Das muss man auch sehen. Also es gilt immer wirklich, die Bewertung selber mal anzuschauen, auch kritisch, und dann zu entscheiden, entweder zu kommentieren, wenn es zu beleidigend ist oder wenn sie einfach auch falsch ist, anzugreifen auch, oder vielleicht auch mal nur stehen lassen und sagen, okay, also ja, ja, geht auch so. Ja, ich denke damit, das ist auf jeden Fall ein guter Tipp. Ja. Apropos Tipp, es wurde noch gefragt, ob du noch einen Tipp hast für das Marketing bezüglich der Neueröffnung einer Praxis. Mhm. Die Website. Also im Grunde genommen, was wir zum Beispiel jetzt in Berlin mit einem Kunden gemacht haben, also das geht jetzt über online hinaus, ja, also man mag jetzt grinsen, ja, aber ein Flyer. Und das hat wirklich, das hat richtig eingeschlagen auch. Also ein simpler Flyer, muss gar nicht so viel drauf sein, durch einen Werkstudenten verteilen lassen in dem Einzugsgebiet. Ja. Und das hat zumindest für die ersten Patienten auch gesorgt. Klar, ich meine, die Basics wieder, man braucht eine Website, ja, aber anders geht es einfach auch nicht. Ja. Und gerade zu Beginn kann man grundsätzlich auch darüber nachdenken, ob man dem Ganzen, je nachdem, in welchem Bereich man ist, ja, also wenn man in der Ästhetik vielleicht gut unterwegs ist, kann man über Instagram gegebenenfalls eine Kampagne nachdenken auch, und natürlich über Google. Und da muss man auch wieder berücksichtigen, in München ist es sehr schwierig, weil natürlich das Wettbewerbsumfeld sehr stark ist, wenn man in Kleinstädten oder in kleineren Städten einfach das Ganze macht, da bin ich mir ziemlich sicher, dass man mit Google Ads extrem viel und schnell erreichen kann. Ja, also da kann man dem Ganzen auch online sehr viel oder sehr stark einen Schub geben. Also ich denke, da könnte man auf jeden Fall noch weitere Stunden mit füllen, mit diesen Themen. Mir wurde nur gerade zugespielt, wir sind schon fast am Ende und wir haben natürlich noch Fragen an René zu Tomato und die wollen wir natürlich auch noch beantworten. René, kann man denn den Online-Terminkalender auch mit einer Microsoft-basierten Praxissoftware verwenden?
Derzeit ist das noch nicht möglich, weil diese Verknüpfung oder beziehungsweise die Konfiguration des Online-Terminkalenders aus Tomedo heraus geschieht. Was aber derzeit möglich ist, ist Arzt direkt, also das virtuelle Wartezimmer und die Videosprechstunde systemübergreifend oder systemunabhängig einzusetzen. Okay. Ja, lässt sich der Online-Terminkalender auf jeder Website einbauen? Im Grunde genommen ja, also jede Website, die es ermöglicht, einen Link zu hinterlegen. Denn die Bereiche, die wir auf der Website gesehen haben von Dr. Christine Zollmann, das ist lediglich ein Link, der dahinter liegt. Und der muss eingebettet werden, der kann dann grafisch aufgehübscht werden, also je nachdem, wie die Webseite gestaltet ist. Und dann ist das in jeder Website einbindbar. Problemlos. Okay, super. Können Patienten einen gebuchten Termin online auch selber verschieben beziehungsweise wieder stornieren oder müssen sie dafür denn in der Praxis anrufen? Eine Stornierung ist derzeit möglich. Den Storno-Link erhalten die Patienten mit der E-Mail. Das Verschieben beziehungsweise auch das Stornieren online direkt auf der Website ist aktuell noch nicht möglich, wobei wir aber schon schon sehr weit fortgeschritten sind im Bezug des Online-Terminkalenders der zweiten Version, wo wir planen, aufgesetzt auf der ArztDirekt-Plattform, hier deutlich mehr Möglichkeiten und einen höheren Komfort sowohl für die Patienten wie auch für die Praxen zukünftig bieten zu können. Und abschließend noch eine Frage, die sich eher generell zu Tomedo bezieht, ob Tomedo denn generell für alle Fachrichtungen geeignet ist oder ob es da Einschränkungen gibt. Grundsätzlich kann man sagen, Tomedo ist für jede Fachrichtung einsetzbar. Es kommt immer darauf an, was oder welche Spezialisierung, welche Ausrichtung oder auch welche Erwartungshaltung bzw. auch Praxisworkflow vorliegt. Und da legen wir sehr großen Wert drauf, dass wir das im Vorfeld genau erörtern, besprechen und dann optimale Wege finden, wie Tomedo eingesetzt werden kann. Dadurch, dass Tomedo einfach sehr breit und sehr tief konfigurierbar ist, haben wir nahezu unendlich viele Möglichkeiten, wie ich Tomedo oder in welche Intensität und in welche Tiefe, in welchem Automatisierungsgrad ich das Ganze nutze. Und da ist es einfach ganz wichtig, dass wir uns im Vertrieb im Vorfeld, bevor sich eine Praxis entscheidet, zu Tomedo zu wechseln, dass wir uns die Zeit nehmen, das genauestens zu erörtern, darüber zu sprechen, das auch zu präsentieren, online oder vor Ort. Die Möglichkeiten haben wir einfach, sodass auf Seiten der Praxis ein umfangreiches Bild entsteht, was kann ich denn mit Tomedo zukünftig anstellen und match Tomedo mit meinen Erwartungen und meinen Voraussetzungen. Okay, ja, also ganz, ganz vielen Dank für die ganzen umfangreichen Antworten und natürlich auch an die Fragen von den Zuschauern. Vielen lieben Dank dafür. Wir sind jetzt mittlerweile leider schon am Ende unseres Seminars angekommen. Wir möchten aber nochmal sagen, wenn Sie jetzt noch weitere Fragen haben an René Liebers oder Markus Reif, Sie können gerne auch im Nachhinein auf uns zukommen, wenn Ihnen dann noch was einfällt oder auch wenn Ihnen, nachdem Sie das Video sich nochmal angeschaut haben, wenn Sie es per Link erhalten haben, wenn Ihnen dann noch irgendwas einfällt, können Sie uns gerne schreiben oder uns einfach kontaktieren. Wenn Sie bereits jetzt wissen, Sie haben Interesse an Tomedo oder an DocLeads, dann können Sie uns das gerne auch im F&A-Bereich kurz mitteilen. Dazu bräuchten wir nur Ihre Kontaktdaten, also E-Mail-Adresse oder Telefonnummer, Ihren Namen und eine kurze Mitteilung, an welcher Lösung Sie Interesse haben. Und dann würden wir uns auch in Kürze bei Ihnen zurückmelden. Das ist auch ganz anonym, das haben Sie ja bestimmt schon mitbekommen. Also das können nur wir sehen und die anderen Zuschauer können auf Ihre Daten nicht zugreifen. Ja, so. Ich hoffe, es wurden größtenteils alle Fragen beantwortet und wir haben ja jetzt heute sehr viel gelernt über Tomedo und über DocLeads. Danke nochmal an euch beide. Und ich bedanke mich natürlich auch an alle, die teilgenommen haben. Es hat uns sehr gefreut. Ich wünsche euch noch eine wunderbare Woche und Ihnen auch eine wunderbare Woche und bis hoffentlich ganz bald. Schönen Abend. Danke, Marie. Danke. Tschüss. Ciao.